Union ist im Grunde mein Leben. Immer dann, wenn etwas zu hören war, und manchmal waren es ja hier 20, 30, 40 Leute, die im Wald standen und was gerufen haben, als es zum ersten Mal passiert ist, das haben alle Spieler auf dem Platz mitbekommen von uns und auch ja, sehr zu schätzen gewusst, dass sie nicht vergessen sind. Ich bin als 12-jähriger Junge zum ersten Mal hier im Stadion gewesen mit meinem Papa. Und seitdem ist das hier ja, wie ein zweites Stück Heimat. Seitdem habe ich ganz wenig Heimspiele verpasst, auch in den tristen 90er Jahren, als sich hier nur ein paar hundert Leute verloren haben. Gefühlt vorgestern noch Zweitligist, heute toprangierter Erstligist. Der erste FC Union Berlin. Stadion- und Pressesprecher Christian Arbeit ist heute bei uns im Interview. Seine Aufgabe bei den Spielen, das Ein- und Ausleiten der Spiele und die Fans auf die richtige Stimmung bringen. Was magst du denn so an deiner Tätigkeit als Presse- und Stadionsprecher? Da muss man zunächst, glaube ich, sagen, es sind einfach wirklich zwei vollkommen verschiedene Dinge. Am Stadionsprecher sein mag ich dieses Gefühl, mit den Menschen zu sein, die hier sind. Gar nicht sie zu irgendwas aufzufordern oder irgendwie zu animieren oder so. Das ist bei uns gar nicht nötig. Wir machen ein sehr, sehr zurückhaltendes Programm hier eigentlich. Kommen erst 20 Minuten vorm Anpfiff zum ersten Mal auf den Rasen und begrüße die Menschen. Es ist so ein bisschen so dieses der Sache einen Rahmen geben. Guten Tag sagen und auch auf Wiedersehen sagen. Insbesondere jetzt in den vielen Monaten ohne Zuschauer war das sehr deutlich zu spüren, wie sehr sowas fehlt. Ja? Wie gerne man Fußball mit Zuschauern erlebt, weil am Ende ist es der Grund, wofür wir das alles machen. Und selbst die Spiele jetzt mit ein paar wenigen tausend Zuschauern waren schon so viel schöner im Erleben. Nicht nur für mich, auch für alle anderen, die hier gearbeitet haben. Ja, ob es darum geht, eine Wurst zu grillen oder einen Ball reinzuwerfen als Balljunge oder so. Alles hat mehr Spaß gemacht mit Menschen hier. Und das Schöne ist, dass man so eine unmittelbare Resonanz hat auf alles, was passiert. Der Job als Pressesprecher hat ja dagegen einen ganz anderen Fokus. Da geht es eigentlich auch nochmal um zwei verschiedene Abzweige. Das eine ist ja, dass es zu meinen Aufgaben gehört, mitzuschauen, was erzählen wir eigentlich selber über uns. Und das zweite große Thema, und das ist das eigentliche Refugium des Pressesprechers, ist, Medienanfragen zu beantworten, auch Termine zu ermöglichen, Berichterstattung von anderen über uns, über Union zu ermöglichen und dabei auch behilflich zu sein. Und das macht insofern Spaß, weil es natürlich auch zeigt, ich mache das jetzt seit 2009, wir haben jetzt 2021, auch daran ist erlebbar, wie weit der Weg ist, den wir gegangen sind, wie sehr sich das inzwischen unterscheidet, ob du ein Verein bist, der gerade der in der dritten Liga spielt oder der jetzt in der Bundesliga ist und sich für die Playoffs eines internationalen Wettbewerbs qualifiziert hat. Es macht einfach sehr viel Spaß, das zu erleben und auch mitzuhelfen. Ja, inzwischen auch, ich will mal sagen, fast der ganzen Welt zu zeigen, was Union ist. Und du hast ja gerade schon angesprochen, Corona war total durch den Wind auf die Mannschaft, war es natürlich doof. Wie war denn dein Gefühl, als es hieß, es dürfen keine Fans mehr im Stadion? Es war schon für alle ein Schock. Ja. Es begann ja auch erstmal damit, dass gar keine Spiele mehr stattgefunden haben. Und ich glaube damals, das war im Frühjahr 2020, hat niemand von uns gedacht, dass uns das anderthalb Jahre lang mindestens beschäftigen wird. Ja. Und damals haben wir, glaube ich, gehofft, okay, wir machen jetzt mal 4 Wochen Pause. Und dann, das war damals schon schlimm genug. Ja. Also niemand konnte sich vorstellen, Fußball in leeren Stadien zu spielen, und deshalb wurde die Saison dann erstmal unterbrochen. Und als dann klar wurde,
das dauert alles viel, viel länger, ging es dann natürlich darum zu sagen, okay, zum einen, und das ist mal das Wichtigste, der sportliche Wettbewerb, den man begonnen hatte, den wollen wir irgendwie zu Ende führen. Und am Ende muss es sportliche Entscheidungen geben. Wer wird Meister, wer muss absteigen und so weiter. Und ja, parallel dazu ist es auch so, es war auch existenziell notwendig. Es ist unser Beruf, wir leben davon, Fußballspiele durchzuführen, zu organisieren, zu ermöglichen. Insofern waren wir natürlich dann froh, dass es überhaupt weitergehen konnte. Aber der Unterschied, jeder hat es dann auch am Fernseher gesehen, ist einfach gigantisch. Ja? Ob so ein brodelndes Stadion da ist, eine Resonanz kommt von den Rängen oder ob du eigentlich jedes Wort der Spieler auf dem Platz und der Trainer von der Seite hören kannst. Und gerade auch für die Mannschaft, Union sind ja die Fans wirklich, die Stimmung im Stadion motiviert ja auch total. Hast du denn mitbekommen, in dem Zusammenhang das Gefühl der Mannschaft war? Ich glaube, man hat es am Anfang gemerkt, die ersten Geisterspiele, die es dann gab nach der Wiederaufnahme der Saison im Mai 2020, hat sich die Mannschaft sehr schwer getan. Andere Mannschaften, anderen ging es ähnlich, andere hatten überhaupt keine Probleme. Es war sehr unterschiedlich. Ja. Ich glaube, dann gab es aber so ein, okay, sich darauf einstellen. Ja, dieses Bewusstsein, wir können es ja nicht ändern und wir müssen einen Umgang damit finden. Das haben wir dann sehr erfolgreich gemacht. Es ist uns den Jungs auf dem Platz sehr gut gelungen, hat man dann schließlich an der letzten Saison gesehen, die mit dem 7. Platz für uns geendet hat. Also was man dann hier schon auch bei unseren Jungs immer merkt, ist dieses, ja, es wird vorgelebt, auch von den Trainern, vom Verein, nicht hadern mit Dingen, die wir nicht ändern können, sondern in dem Fall sich darauf einstellen, die Bedingungen annehmen und damit bestmöglich umgehen. Aber immer dann, wenn etwas zu hören war, und manchmal waren es ja hier 20, 30, 40 Leute, die im Wald standen und was gerufen haben, als es zum ersten Mal passiert ist. Das haben alle Spieler auf dem Platz mitbekommen von uns und auch ja, sehr zu schätzen gewusst, dass sie nicht vergessen sind. Und zwar habe ich jetzt noch ein paar Fragen von den Fans, gerade von meinem Papa, der ist ja auch mal hier auf der Waldseite. Ah, okay. Und die Fans haben jetzt mal gefragt, ob sie auch ein paar Fragen stellen können. Die habe ich jetzt mal aufgenommen. Die erste Frage ist, wie steht es in der Zeit finanziell um Union? Gerade ist ja, die Corona ist ja lange noch nicht vorbei und das heißt, man kann ja auch wesentlich weniger einnehmen. Ja, das ist richtig. Das haben wir im Grunde im Januar in der Mitgliederversammlung dann auch gesehen. Ja, auch natürlich, auch für uns ist es eine sehr, sehr schwere Zeit, in der sehr viel fehlt. Umso wichtiger, sportlich erfolgreich zu sein. Ja, denn sportlicher Erfolg ist dann am Ende auch die Basis dafür, sich weiterentwickeln zu können, auch in so einer schwierigen Zeit. Wir sind, glaube ich, der einzige Bundesligist, der in dieser Saison in der Fernsehgeldtabelle geklettert ist, also mehr aus der TV-Vermarktung bekommt als in der Vorsaison. Es ist so ein Zeichen dafür, ja, zu sagen, okay, voller Fokus darauf, so erfolgreich wie möglich, auch unter schwierigen Bedingungen zu sein. Ich glaube, das ist was Union in den letzten 3 Jahrzehnten insbesondere sehr schmerzhaft lernen musste und auch gelernt hat. Da war ja dann der Anspruch, das Stadion soll vergrößert werden. Mhm. Und ja, noch ging es ja nicht so richtig, auch finanziell. Gibt es denn dazu jetzt schon Pläne? Ja, Pläne gibt es ja sehr lange schon. Ja. Also wir, kann man sagen, waren im Grunde, gerade wenn man es jetzt mit dem Erfolg der letzten Saison sieht, waren wir genau auf der richtigen Fährte. Wir haben unsere Pläne im Frühjahr 2017 vorgestellt. Auch zeitlich hatten wir die Vorstellung, zum Jubiläum, zum 100-jährigen Jubiläum des Stadions im Sommer 2020, das ausgebaute Stadion einzuweihen. Nur es lag nicht an unseren Plänen, dass es bisher nicht so weit ist, sondern es liegt an einem sehr komplizierten sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren. Das ist ein verwaltungsrechtlicher Vorgang in der Stadt Berlin, der sehr umfangreich und sehr komplex ist. Es geht letztlich geht es darum, alle Auswirkungen, die es hat, hier 15.000 mehr Menschen reinzulassen, auf alles Mögliche zu prüfen, auf die Verkehrswegeführung, auf Emissionsschutz und so weiter. Also ganz, ganz, ganz viele Dinge. Es dauert leider viel länger, als wir damals gehofft haben, das muss man so sagen. Und
Wir hoffen, im nächsten Sommer Baurecht zu haben und dann werden wir weitersehen. Wie gesagt, wir haben uns das zeitlich tatsächlich deutlich anders vorgestellt, aber es gibt auch niemandem, dem man jetzt einen Vorwurf machen könnte. Es wird nicht behindert, sondern im Gegenteil, alle Beteiligten arbeiten daran. Insofern sind wir optimistisch, dass es irgendwann soweit sein wird. Ja? Nur, ja, es hat länger gedauert, als wir gehofft hatten. Und jetzt wieder eine Frage an dich, und zwar, wo siehst du denn Union in 10 Jahren, beziehungsweise was wäre denn dein Wunsch? Union in 10 Jahren. Ich mache es mal umgekehrt. Wenn ich mal zurückdenke, Union vor 10 Jahren. Ja. Vor 10 Jahren war es 2011. Da hatten wir die zweite Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga überstanden und haben gedacht, Donnerwetter, sind ja gar nicht abgestiegen. Ja. Diese Angst kann man ja immer haben, wenn man neu in irgendeine Liga kommt. Und dann waren wir 10 Jahre lang in der zweiten Bundesliga. Haben andere Vereine erlebt, die aufgestiegen sind, 2 Jahre drin waren, wieder abgestiegen sind. Und selber ist es nie so gegangen, obwohl wir immer gesagt haben, es kann auch mal einen Rückschritt geben. Ja. Wenn ich also Union in 10 Jahren denke, dann würde ich mir wünschen, dass wir dann hier sitzen und sagen, denk mal an, sind ja immer noch in der Bundesliga, sind gar nicht abgestiegen. Okay. Dann die nächste Frage ist, wie viel Arbeit macht es denn, alle Mitarbeiter des Vereins als Familie funktionieren zu lassen? Dafür ist ja Union bekannt, alle halten zusammen. Und was benötigt man denn dafür, dass es wenig öffentliche Reibung gibt? Es beginnt ja damit, dass man gut schauen muss, wer passt denn gut hierher. Das gilt ja für ganz viele Bereiche. Ich sag mal, am markantesten sichtbar ist es, glaube ich, für die meisten Menschen ja auf dem Platz. Wenn man jetzt so guckt, insbesondere die letzten 3 Jahre, gab es jeden Sommer einen relativ großen Umbruch in der Mannschaft und trotzdem stand dann in der neuen Saison wieder eine Union-Truppe auf dem Platz, die sich gut verstanden hat, die sich einig war, die für ein Ziel gebrannt hat und gearbeitet hat. Drumherum gibt es natürlich nicht so viele Wechsel, ja, sondern es gibt viele Menschen, die jetzt schon sehr lange hier zusammenarbeiten und damit auch ja, gut voneinander wissen, wie sie ticken und wie sie sind, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, wie sie sind, wenn sie gleicher Meinung sind. Und das ist diese Erfahrung miteinander, ja. Wie kommen wir voran? Wie wollen wir uns entwickeln? Wo wollen wir hin? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Und auch ein wichtiger Punkt für uns ist, die Menschen so sein zu lassen und so anzunehmen, wie sie sind. Niemand soll hier irgendwem irgendwas vorspielen, was er nicht ist, ja? Sondern so wie es drumherum auch ist. Also es wird ja Menschen geben, denen das gar nicht so gut gefällt wie uns hier. Ja? So, das kann ja sein. Und dann zwingt sie niemand hierher, sondern dann machen sie halt was anderes. Aber den Menschen, denen es hier gefällt, so, die bringen sich ein, die haben die Chance und den Platz und die Möglichkeit, Ideen zu verwirklichen. Und so halten wir es auch im Verein. Die nächste Frage ist, was müsste denn Union als nächstes gelingen, dass du dir wieder kurze Haare bzw. eine Glatze schneiden lassen würdest? Ich glaube, man sollte die Gags nicht allzu oft wiederholen. Es war einmal ganz lustig und wie man sieht, habe ich auch keine langen Haare mehr mir wachsen lassen seitdem. Vielleicht auch, um das zu vermeiden, dass es immer wieder aufs Gleiche hinausläuft. Also da sage ich jetzt mal, da wäre dann jetzt mal jemand anders dran mit so einer Wette. Okay. Wie tiefgreifend ist denn dein Job als Presse- und Stadionsprecher? Wie tiefgreifend? Oder gibt es denn überhaupt negative Dinge? Naja, es wäre Quatsch zu sagen, es gäbe gar nichts. Also ich glaube, in allem, was man tut und in allen Facetten des Lebens gibt es auch Sachen, die man sich vielleicht ein bisschen anders wünscht oder so. Ja, oder wo man sagen würde, wenn das noch weg wäre, dann wäre es das Paradies. Das Paradies gibt es aber nicht. Alles auf der Erde ist auch immer ein bisschen schwierig. Und
manchmal auch mit Anstrengungen verbunden, aber grundsätzlich kann ich wie ganz viele hier auch sagen, Union ist im Grunde mein Leben und ich glaube, was Schöneres kann man eigentlich über seinen Job nicht sagen. Und kannst du uns mal sagen, wie denn dein normaler Arbeitsalltag aussieht? Weil viele denken nämlich immer nur, du stehst dann beim Spiel auf dem Platz und machst so eine Anmoderation zum Spiel, aber das ist ja nicht der normale Arbeitsalltag. Du machst ja auch, wie gesagt, dadurch, dass du auch Pressesprecher bist, viele andere Sachen. Ja, das stimmt. Die Schwierigkeit besteht darin, das irgendwie bildlich zu machen, weil am Ende, wenn es ein Bild davon gäbe, dann wäre es, wie ich im Büro am Schreibtisch sitze, schreibe oder telefoniere oder lese. So, und also lese, was über uns geschrieben wird, Anfragen durchgehe, Anfragen beantworte, mit Leuten spreche und das sieht nicht spektakulär aus, ja, sondern es ist, ich sag mal, spektakulär wird durch die Unterschiedlichkeit dessen, was dort an Themen auf meinem Schreibtisch landet. Was man vielleicht sich vorstellen kann, ist, dass es sowas wie ein, nach dem Motto, so 17 Uhr klappe ich meinen Rechner zu und gehe nach Hause. Also diese Situation eines, so jetzt ist Schluss, die gibt es eigentlich nicht, sondern Union ist im Grunde rund um die Uhr wach und es kann immer irgendwas sein und es war auch schon immer irgendwas. Also das ist eigentlich das wirklich Außergewöhnliche daran. Es gibt keinen Feierabend im Fußball und ein Wochenende erst recht nicht, weil Wochenende ist das Wichtigste in der Woche überhaupt, da wird gespielt. Also das kann man schon sagen. Es ist zeitlich und auch so, was die Konzentration angeht und so. Es ist viel, aber es sieht vielleicht, wenn man mich dabei filmen würde, gar nicht spektakulär aus, sondern wie ein Bürojob irgendwo anders. Der wichtigste Bestandteil von Union Berlin sind die Fans. Und die waren auch schon vor 53 Jahren das Herzstück des Vereins, erzählt uns Ex-Union-Spieler Jürgen Stoppock. Ja, zuerst konnten wir es gar nicht begreifen. Dann haben wir zusammen mit den Jensen zu Abend gegessen. Aber als wir dann im Bus zurückgefahren sind, da haben wir erst mitgekriegt, wie viele Fans nach Halle gefahren waren, die uns begleitet haben auf der Autobahn. Da ist kein anderes Fahrzeug mehr vorbeigekommen. Das war eine Riesenkolonne und die Polizei hat alles abgesperrt. Das hoffe ich natürlich. Das ist ja insofern ein ganz schwieriges Thema, weil man ja über etwas spricht, wovon man im Grunde eigentlich keine Ahnung hat. Ja? Außer, dass man natürlich sagen kann, ja, wir leben mit sehr vielen Unannehmlichkeiten auf der Welt. Es gibt sehr, sehr viele ansteckende Krankheiten oder auch Krankheiten, die man einfach so bekommen kann und die auch tödlich sind. Hier hatten wir jetzt eine, ja, die uns im Grunde im Kern unseres Menschseins getroffen hat. Menschen brauchen andere Menschen, hat Dirk Zingler mal gesagt. Ja, das stimme ich ihm zu. Der Mensch als soziales Wesen lebt von seinem Umgang mit anderen. Er kann nicht alleine existieren dauerhaft. Und diese Krankheit, oder dieses Virus, das durch nahen Kontakt zu übertragen ist, ja, hat uns deshalb, glaube ich, alle schwer erschüttert. Jetzt erleben wir so eine Zeit, in der mehr und mehr Menschen geimpft sind. Wir haben Bereiche, wo man inzwischen, glaube ich, also das Wissen darüber, wie diese Krankheit funktioniert, wie sich dieses Virus verbreitet, wächst, glaube ich. Wir wissen jetzt, dass beispielsweise an frischer Luft die Ansteckungsgefahr viel geringer ist als in geschlossenen Räumen und so weiter. Wir wissen was über die Wirksamkeit von Impfstoffen. Natürlich hoffe ich, dass all das dazu führt. Ich glaube, was uns noch fehlt, ist eine wirksame Behandlungsmethode für die Menschen, die tatsächlich daran erkranken. Wir haben ja auch erlebt, dass es
Infektionszahlen gibt, aber ganz viele Menschen gar keine Symptome haben, also gar nicht krank werden davon. Aber die Menschen, die krank werden, dann zum Teil schwere Verläufe haben. Also eine wirksame, gute Behandlungsmethode, das fehlt uns vielleicht noch. Und dann glaube ich, ja, irgendwann wird jeder für sich entscheiden müssen, gehe ich in ein vollbesetztes Stadion, gehe ich in ein vollbesetztes Theater, in ein Kino, in eine Konzerthalle, komme ich anderen Menschen nahe, wie nahe komme ich anderen Menschen? Es wird vielleicht Menschen geben, die niemals mehr Fremden die Hand geben oder die, wenn sie mit der S-Bahn fahren, auch künftig eine Maske tragen. Das gab es ja in anderen Ländern schon vorher. Im asiatischen Raum war dieses Masketragen wahrscheinlich, so wie ich es weiß, eher aus Umweltschutzgründen ja durchaus schon verbreiteter. All das wird es wahrscheinlich geben. Ja? Aber ganz fest überzeugt davon bin ich, dass hier irgendwann wieder jeder Platz besetzt ist und wir alle zusammen hier sind. Nicht nur Christian Arbeit, sondern alle Unioner hoffen, dass bald dieses Stadion wieder voll besetzt ist.